Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben uns im vorigen Video überlegt, dass man jeden Büchi-Automaten umwandeln kann in einen Omega-regulären Ausdruck. Und jetzt fehlt noch die andere Richtung. Wir zeigen jetzt, dass man jeden Omega-regulären Ausdruck umwandeln kann in einen Büchi-Automaten. Das heißt, wann immer wir irgend so einen Omega-regulären Ausdruck haben, dann gibt es auch einen Büchi-Automaten, der genau die gleiche Sprache akzeptiert, die dieser Ausdruck hier beschreibt. Und diesen Beweis, den kann man super in drei Teile aufteilen, in drei kleine Lemmas, die man einzeln beweisen kann. Und zwar zeigt man als erstes, dass man jeden Omega-regulären Ausdruck von dieser Form hier, also einfach nur ein ganz normaler regulärer Ausdruck hoch Omega, ja, dass jede solche Sprache auch Büchi erkennbar ist. Ja? Also dass man für einen solchen Ausdruck immer einen Büchi-Automaten finden kann. Also das wäre dann diese Aussage hier, wenn S irgendein regulärer Ausdruck ist, jetzt erstmal über ganz normalen endlichen Wörtern, und wenn Epsilon nicht in der Sprache ist, die von S erzeugt wird, das war ja überhaupt nur die Voraussetzung, dass wir ein Omega ranschreiben dürfen, dann wollen wir zeigen, dann ist L von S hoch Omega, also die Sprache, die von S hoch Omega beschrieben wird, die ist dann Büchi erkennbar. Ja, dafür gibt es dann Büchi-Automaten. Das ist die erste Aussage. Und dann hätten wir gezeigt, alle Ausdrücke von dieser Art sind Büchi erkennbar. Und im zweiten Schritt möchte man dann zeigen, dass Ausdrücke von dieser Art hier Büchi erkennbare Sprachen beschreiben. Und wir wissen ja schon, dass die hier alle Büchi erkennbar sind. Das heißt, was es dann eigentlich reicht zu zeigen, ist, wenn man eine Büchi erkennbare Sprache hat und man konkateniert nochmal eine reguläre Sprache über endlichen Wörtern davor, dann ist das Ganze wieder eine Büchi erkennbare Sprache. Also das könnte man dann so nennen, Büchi erkennbare Sprachen sind abgeschlossen unter Konkatenation von Links mit einer regulären Sprache. Ja, und wenn man den zweiten Schritt gezeigt hat, dann weiß man schon, dass jeder einzelne von diesen Ausdrücken hier eine Büchi erkennbare Sprache beschreibt. Und das Ganze ist ja dann nur die Vereinigung davon. Das heißt, im dritten Schritt reicht es dann zu zeigen, dass die Büchi erkennbaren Sprachen unter Vereinigung abgeschlossen sind. Ja, dann ist nämlich auch die Sprache, die von diesem ganzen Ausdruck beschrieben wird, Büchi erkennbar. Und dann ist man fertig. Also diese drei Aussagen hier müssen wir beweisen und die sind auch nicht besonders schwer zu beweisen. Das ist eine super Übungsaufgabe. Das heißt, ich würde euch empfehlen, dass ihr jetzt das Video auf Pause macht und es erstmal selber versucht oder vielleicht auch das Video ganz ausmacht direkt und vielleicht dann nur so vergleicht später, ob ihr alles richtig gemacht habt, ob ihr ein Detail vergessen habt oder sowas. Ja? Aber ich gehe jetzt mal die einzelnen Beweise durch und skizziere, wie man das jeweils machen würde. Fangen wir also an mit der ersten Aussage. Also die erste Aussage nochmal, wenn wir irgendeine reguläre Sprache haben und diese hoch Omega nehmen, dann ist das eine Büchi erkennbare Sprache. Das ist alles, was wir jetzt zeigen wollen. Ja, und wenn wir irgendeine reguläre Sprache haben oder einen regulären Ausdruck, ja, wir wissen ja schon, dann gibt es auch einen Näher zum Beispiel, der genau diese Sprache erkennt. Ja, also wir haben irgendeinen Näher, muss natürlich nicht genau so aussehen, das ist nur ein Beispiel. Ne? Also irgendein Näher, der genau diese Sprache L von S akzeptiert. Wir wollen einen Büchi-Automaten für L von S hoch Omega bauen. Das heißt, wir wollen immer wieder, unendlich oft, ein Wort nehmen, was dieser Näher hier akzeptiert und all diese Worte hintereinander hängen. Okay, wie machen wir das? Wir müssen dem Automaten irgendwie die Möglichkeit geben, wann immer er in einem akzeptierenden Zustand ist, wieder von vorne anzufangen. Ja, denn wenn er im akzeptierenden Zustand ist, dann hat er gerade ein Wort aus der Sprache fertig gelesen. Ja, vielleicht will er das noch gar nicht nehmen, vielleicht will er noch weiterlesen und ein längeres Wort aus der Sprache nehmen. Aber zumindest jedes Mal, wenn er im akzeptierenden Zustand ist, dann soll er die Möglichkeit haben, zurück zum Start zu gehen und ein neues Wort anzufangen. Und das ist genau dann das, was unendlich oft passieren soll. Er soll unendlich oft wieder zum Start zurückgehen und ein neues Wort anfangen. Das wird dann das, was unser Büchi-Automat checkt. Ja? Der kann ja checken, passiert irgendwas unendlich oft. Und das kann man dann auf folgende Weise erreichen. Zunächst mal bauen wir unseren Näher noch ein bisschen um. Ja, also das hier ist immer noch ein Näher, das ist noch kein Büchi-Automat. Alles, was wir hier erreichen wollen, ist erstmal, wir wollen, dass der Startzustand keine eingehenden Kanten mehr hat. Denn der Startzustand, der soll am Ende nur noch erreicht werden, wenn wir ein Wort fertig gelesen haben. Also machen wir hier einen ganz einfachen Trick. Wir kopieren den Startzustand einmal und alle Kanten, die sonst in den Startzustand gehen, gehen jetzt einfach in die Kopie. Ja, dann haben wir so einen Startzustand, der kann nie mehr erreicht werden. Da sind wir nur am Anfang. Dann verlassen wir ihn und kommen nie mehr dahin zurück.
Das ist erstmal ein Näher, der erkennt immer noch genau die gleiche Sprache. Aber jetzt können wir den umbauen in einen Büchi-Automaten. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir nehmen erstmal den alten Automaten und schreiben ihn hier wieder hin. Das, was jetzt hier in schwarz zu sehen ist. Die alten akzeptierenden Zustände, die sind jetzt hier nicht mehr akzeptierend. Stattdessen ist der Startzustand jetzt der einzige akzeptierende Zustand. Und wir führen zusätzliche Kanten ein, die uns Folgendes erlauben. Wann immer wir hier die Möglichkeit hatten, im alten Automaten, mit einer Kante in einen akzeptierenden Zustand zu gehen, dann haben wir jetzt in unserem Bücherautomaten stattdessen oder zusätzlich die Möglichkeit, nicht nur in diesen Zustand zu gehen, wir können auch mit demselben Symbol zurück zum Startzustand gehen. Denn von hier konnte ich ja mit einem B das Wort abschließen. Ja, ich konnte sagen, wenn ich jetzt noch ein B lese, dann habe ich ein Wort in der Sprache. Dann sagt der Büchi-Automat, okay, wenn ich jetzt noch ein B lese, habe ich ein Wort in der Sprache, okay, dann fange ich das nächste Wort an. Ich fange wieder beim Startzustand an und ich gehe in einen akzeptierenden Zustand und damit signalisiere ich, ich habe wieder einmal ein Wort fertig gelesen und wenn das unendlich oft passiert, dann wird das Wort akzeptiert. Und genau das macht man dann für alle Kanten, die hier in akzeptierende Zustände reingeführt haben. Zum Beispiel hier von diesem Zustand in sich selbst gab es eine A-Kante. Dann machen wir von diesem Zustand zum Startzustand eine A-Kante. Und dann auch noch hier gab es eine A-Kante zum akzeptierenden Zustand, machen wir sie dahin. Ja? Und dieser Büchi-Automat, das kann man sich jetzt überlegen, der erkennt genau die Omega-Worte, die unendliche Verkettungen sind von endlichen Worten, die dieser ursprüngliche Näher hier akzeptiert hat. Ja, und das ist dann der Beweis für den ersten Schritt. Im zweiten Schritt wollen wir jetzt zeigen, dass die Büchi-erkennbaren Sprachen abgeschlossen sind unter Konkatenation von Links mit einer regulären Sprache. Also wenn wir irgendeine reguläre Sprache haben, die hat so endlich lange Wörter, ja, und dann haben wir noch irgendeine Büchi-erkennbare Sprache mit ihren unendlich langen Wörtern, dann ist die Sprache, die genau diese Kombinationen enthält, aus immer ein Wort aus dieser Sprache und dahinter ein Wort aus dieser Sprache. Diese Sprache, die dann da rauskommt, die ist auch wieder Büchi erkennbar. Das wollen wir zeigen. Also zum Beispiel, was sind da für Worte drin, wenn ich das hier ranhänge oder hier ran oder wenn ich das daran hänge und so weiter. Ja? Aber das müssen wir uns jetzt so als Automaten vorstellen. Also sagen wir, hier haben wir einen ganz normalen Näher, einen nicht deterministischen endlichen Automaten, der endlich lange Wörter entgegennimmt. Und hier haben wir einen Büchi-Automaten, der unendlich lange Wörter entgegennimmt. Wir wollen jetzt sozusagen die Konkatenation von diesen beiden Sprachen bilden. Und tatsächlich geht das genau mit der Konstruktion, wie man es auch für endliche Sprachen macht. Also von allen akzeptierenden Zuständen hier dürfen wir übergehen in den Startzustand hier. Und die akzeptierenden Zustände hier, die sind jetzt nicht mehr akzeptierend. Gibt aber noch einen ganz kleinen Unterschied, und zwar dürfen wir keine Epsilon-Kanten machen in Büchi-Automaten. Sind Epsilon-Kanten was Seltsames, ne? Denn wenn man unendlich oft Epsilon liest, dann ist es auf einmal wieder ein endliches Wort. Das will man vermeiden. Deswegen machen wir es genau wie eben schon. Wann immer wir eine Kante haben, die in den akzeptierenden Zustand reingeht, zum Beispiel hier die B-Kante, ja, dann machen wir hier die B-Kante jetzt nicht nur in den akzeptierenden Zustand, sondern auch nicht deterministisch können wir sozusagen raten, okay, jetzt ist das Wort vorbei aus der ersten Sprache und jetzt fangen wir das Wort aus der zweiten Sprache an. Ja, genauso funktioniert es dann hier für die ganzen anderen Übergänge. Und ja, dann ist es der Fall, wenn wir irgendein Wort haben, was sich zusammensetzt aus einem Wort aus dieser Sprache, einem endlichen Wort, gefolgt von einem unendlichen Wort aus dieser Sprache, dann wird dieser Büchi-Automat hier dieses Wort akzeptieren. Ja, denn wir können ja genau den Lauf, den wir hier gemacht haben, den können wir mit diesem Teilautomaten hier machen. Und in dem Moment, wo der in akzeptierenden Zustand geht, gehen wir hier über in den neuen Startzustand oder in den, ja, nicht mehr Startzustand, aber in den zweiten Startzustand, der mal war, und lesen dann dieses unendliche Wort hier in diesem Automaten. Und wenn der akzeptiert, dann wird auch der hier akzeptieren unten. Und umgekehrt, wenn wir irgendein Wort haben, was von diesem Automaten hier akzeptiert wird, na, dann müssen wir unendlich oft einen akzeptierenden Zustand besuchen. Das können wir nur machen, wenn wir irgendwann mal hier rüber gehen in diesen zweiten Automaten. Und das können wir nur machen, wenn wir hier irgendwann mal ein endlich langes Wort gelesen haben, was von dem Automaten akzeptiert wird, gefolgt von einem unendlich langen Wort, was von diesem Büchi-Automaten akzeptiert wird. Also das klappt in beide Richtungen und das war schon der Beweis für die zweite Aussage. Und dann fehlt noch die dritte Aussage, also dass die Büchi-erkennbaren Sprachen abgeschlossen sind
unter Vereinigung. Das heißt, wenn ich mir irgendwelche zwei Büchi-Automaten hernehme, jeder von denen erkennt irgendeine Sprache, dann will ich jetzt zeigen, auch die Vereinigung davon ist wieder Büchi erkennbar. Und auch hier klappt es ganz genauso wie im Fall über endlichen Wörtern. Ich führe einen neuen Startzustand ein und in diesem neuen Startzustand, da rate ich jetzt am Anfang, gehe ich in diesen Automaten oder in diesen Automaten und wir können auch wieder keine Epsilon-Übergänge machen, deswegen ein Tick komplizierter. Ja, wir gucken uns alle Übergänge an, die man hier vom Startzustand aus machen konnte. Das war mit einem A und mit einem B in diesen Zustand und mit einem A hier rüber. Das machen wir jetzt so vom neuen Startzustand auch. Also hier mit einem A und mit einem B gehen wir in den Startzustand, mit einem A gehen wir noch darüber und auch hier unten mit einem B zu sich selbst, also mit einem B darüber und mit einem A hierhin. Ja. Also nach dem ersten gelesenen Symbol sind wir dann entweder in diesem Teilautomaten oder in diesem Teilautomaten und wir akzeptieren genau die Vereinigung. Können wir uns ja nochmal überlegen. Wenn wir ein Wort aus der Vereinigung haben, dann wird es entweder hiervon akzeptiert oder es wird hiervon akzeptiert. Ja, okay, sagen wir, es wird hiervon akzeptiert. Ja, dann können wir auch diesen selben Lauf sozusagen machen. Aber im ersten Schritt nehmen wir entweder diesen oder diesen Übergang hier. Und wenn es von diesem Automaten akzeptiert wird, dann gehen wir halt am Anfang hier rüber. Ja, und machen dann genau den gleichen Lauf wie den Lauf hier auf diesem Automaten. Ja, und das wird dann auch ein akzeptierender Lauf. Und auch umgekehrt sieht man relativ leicht, dass wenn ein Wort von diesem Automaten hier akzeptiert wird, dann findet der Lauf im Wesentlichen entweder nur hier oder nur hier statt, weil man sich nach dem ersten Symbol bereits entschieden hat. Und dann kann man einen dazu passenden Lauf hier oder hier finden. Und dann liegt das Wort auch in der Vereinigung dieser beiden Sprachen. Und damit haben wir jetzt ein schönes Charakterisierungsresultat gezeigt. Wir haben gezeigt, dass die Büchi erkennbaren Sprachen genau die sind, die man mit omega-regulären Ausdrücken beschreiben kann. Oder noch kürzer ausgedrückt, eine Sprache ist Büchi erkennbar, genau dann, wenn sie omega-regulär ist. Und das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass es sich bei dieser Sprachklasse der Büchi erkennbaren bzw. omega-regulären Sprachen, dass es sich dabei um eine aus theoretischer Sicht interessante, robuste Sprachklasse handelt. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man ein und dieselbe Sprachklasse auf verschiedene Weisen beschreiben kann.